Highschool-Romanze trifft auf Krebsdiagnose, trifft auf christlichen Gottesdienst. Das wären so die drei Hauptzutaten in I Still Believe, voraussichtlich ab dem 13. August bei uns in den Kinos. Von was, wie viel in diesen Teig an Zutaten gekommen ist, warum ich den Film gar nicht so verkehrt fand und warum man trotzdem mal wieder differenzieren muss und sollte. Das alles jetzt. Welcome in the Filmfabrik. Du hast die Gitarre dabei. Ja, das hast du dir doch gewünscht. Würdest du uns einen Song vorspielen? Nein. Hey, Leute, das ist Jeremy. Cam, richtig? Na dann. Jeremy Camp ist Musiker bzw. will ein großer Musiker werden. Er tingelt seinen Idolen auch gerne mal hinterher. Jeremy ist aber vor allem ein sehr gläubiger Mensch. Das spiegelt sich in seinen Songs wieder und auch in vielen seiner Lebensweisen, wie er eben durch sein Leben schreitet. An der Uni lernt er dann Melissa kennen. So ein klassisches Schulmärchen im Prinzip von zwei Verknallten, verliebt, verlobt, verheiratet, dann Flitterwochen, dann aber die Diagnose. Melissa hat Eierstockkrebs und das in einem fortgeschrittenen Stadium und der Krebs hat Metastasen gebildet. Anfang 20 gerade mal die beiden. Gemeinsam die große Liebe gefunden, aber jetzt eben die vermutlich größte Herausforderung überhaupt noch vor sich. Zwei Sachen helfen den beiden, dieses Tal zu durchstreiten. Musik und Gott, beziehungsweise einfach ihr Glaube an etwas. Darum geht es also in I Still Believe und ich habe diesen Film gesehen, war mir auch von Anfang an relativ sicher, wie ich ihn so finde und auch jetzt so einschätzen möchte. Und dann habe ich aber doch nochmal so, naja, zwei, drei Runden länger drüber nachgedacht. Das wird man jetzt wahrscheinlich nicht direkt merken, dass ich auch über einen Film mal länger nachgedacht habe, aber egal. Das Schwierige, selbst bei diesem Film, ist, wie spricht man über den Faktor Glaube für euch alle? Wahrscheinlich geht es einfach nicht. Man sollte es auch irgendwie gar nicht. Ich kann deshalb nur abwägen. Und ich verstehe alle, die nach diesem Film sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Wie viel hat die Kirche denn bitteschön für diesen Film gezahlt? Klar, ist Gott da jetzt eine Art Nebendarsteller oder was? Auf der anderen Seite finde ich aber Filme mit einer so klaren christlichen Positionierung, vor allem für junge Zuschauer, weil der Film ist einfach sehr, sehr jung, dass man das sehr selten sieht. Und damit meine ich auch zum Beispiel das mehrmalige Aufrufen zum klassischen Gebet, das Vertrauen in Gott und wie der Glaube eben auch ein Leben verändern oder möglicherweise auch lenken kann. Warum sollte es das in einer nicht komplett diversen, aber dann doch auch vielfältigen Filmlandschaft, die wir eben nun mal haben, warum sollte es das nicht auch mal geben? Du wirst wieder geheilt. Vielleicht soll ich gar nicht mehr geheilt werden. Sag das nicht. Ein schlimmes Wort, aber diese Geschichte hat durchaus ihre Daseinsberechtigung. Nur, ich hoffe, ihr versteht, dass es hier eigentlich kaum möglich ist, ein pauschales Urteil zu formulieren, beziehungsweise ich es anmaßend finden würde, für Gläubige, für Agnostiker, für Atheisten und wen auch immer gemeinsam jetzt ein Urteil zu finden. Das ist bei diesem Film wahnsinnig schwierig. Also, I Still Believe ist eine ganz feine, fette Schnulze, eine klassische Romanze. Wir kennen den Aufbau, die Personenkonstellation aus etlichen anderen Filmen. Kein Ort ohne dich, drei Schritte zu dir. Natürlich auch das Schicksal ist ein mieser Verräter, was in solchen Aufzählungen ja mittlerweile nie fehlen darf. Du warst fest entschlossen, mit ihr durchs Feuer zu gehen, denn das ist Liebe. Und jetzt kommt ein Künstler, der seine erste goldene Schallplatte bekommen hat. Er hat auch eine Geschichte zu erzählen. Begrüßt mit mir meinen Freund Jeremy Camp. Natürlich sind diese Filme jetzt miteinander alle nicht zu vergleichen, aber wir gehen jetzt alle so mal, ne, im Gleichschritt in die gleiche Richtung mit diesem Film. Britt Robertson eben aus Kein Ort ohne dich ist mit dabei. KJ Apa aus Riverdale spielt diesen Musiker, den ich gerade schon erwähnt habe. Junge Schauspieler, ein frisches Setting. Als Pärchen sind sie natürlich überdurchschnittlich schön. Alles läuft normalerweise viel zu glatt. Selbst in den Trouble-Zeiten sind die beiden einfach sehr, sehr schnell wieder happy. Und mit Trouble-Zeiten meine ich jetzt eben noch nicht die Diagnose, sondern vorher, wenn es ein bisschen knirscht. Am Strand hängt die Lichterkette in den Palmen, ne? Wenn man sich so abends trifft. Das ist alles so wunderschön. Es ist dieser Look in einem Film, der alles so schön heimelig macht. Tolle Lichtstimmung, schöne Locations. Ihr kennt den ganzen Salat aus diversen Filmen. Der immer noch ein bisschen zu unwirklich daherkommt, aber eben auch das Emotionszentrum in solchen Filmen noch mal ein bisschen mehr streichelt.
Optisch ist es ein guter Film. Dadurch, dass gesungen wird, auch ein, zwei nette Songs dabei. Wobei auch jetzt wirklich nur eher in diesem Kontext im Film funktioniert. Außerhalb würde ich mir das jetzt eher selten anhören. Schauspielerisch ist das jetzt auch keine Welt, aber eben überdurchschnittlich finde ich für solche Coming-of-Age-Liebestragik-Fetzen. Hey. Ich hab die ganze Nacht nachgedacht und ich... ist okay. Okay? Ja. Okay. Und das alles sind Argumente für das Urteil, richtig kacke, aber es sind eben auch mal Zutaten, um mal wieder nach all diesen ganzen Monaten im Kinositz ein bisschen wegzuschmachten, um mal wieder glücklich und traurig schniefend irgendwie im Kino sitzen zu können. Und das finde ich nach eben all diesen Sachen, die wir in den letzten Monaten so durchmachen mussten, mal wieder ein Faktor, weshalb ich sage, wer auf solche Storys steht, der kann da sofort reingehen. Und wer sich noch nicht so sicher ist, ob das jetzt was für ihn ist, der versucht es zumindest, wenn man so ein bisschen was für diese Filme übrig hat. Dass dieser Film aber partout auf 95% der Menschheit als Zielgruppe ausschließt, das sagt schon das Plakat, das sagt schon der Trailer, das sagen schon die Filmclips, aber hey, diese Filme muss es, finde ich, eben auch geben. Wir haben Anfang des Jahres eine schlimme Nachricht bekommen. Eine wirklich schlimme Nachricht. Können wir heute was Besonderes machen für den wichtigsten Menschen in meinem Leben? Können wir für sie beten? Helft uns heute Abend. Womit wir wieder zurück sind beim Punkt Glaube und Gott in diesem Film. Ja, ich fand das ziemlich aufdringlich in Anführungsstrichen. Ja, ich fand das im Drehbuch auch ziemlich gewollt eingebunden. Und ja, es wirkte für mich auch überraschend fremd, dass so offen in einem solchen Film es angesprochen wird. Das letzte Mal so gefühlt habe ich mich im Prinzip bei Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Wer das gesehen hat, der weiß vielleicht, was ich meine. Und zwar jetzt nicht so unwohl, weil ich nichts über Glaube hören will, unwohl, weil das für mich ein so privates Thema ist, dass ich darüber auch zum Beispiel mit Freunden nie spreche. Ich finde, das geht mich nichts an. Ich weiß auch wirklich nicht, wer in meinem Umfeld gläubig ist und wer nicht. Das darf, muss und soll schön jeder mit sich selbst ausmachen. Even when I don't see. Ich will, dass du eins weißt, was immer das ist und wohin es uns auch führt. Ich werde bei dir sein. Bei jedem Schritt und in jedem Moment bin ich bei dir. Ich bin dabei. Sowas von dabei. Deshalb kann ich mir eben auch kein endgültiges Urteil erlauben, wie man diesen Film hier findet. Am Ende sagen andere, ach, das war so toll, dass man so offen in einem Film zum Gebet aufgerufen wurde zum Beispiel. Andere werden sagen, hau ab, das ist ja fast Propaganda. Und beide Positionen kann ich durchaus verstehen. Ich mochte den Film, ich war an dem Abend, an dem ich ihn gesehen habe, sagen wir mal, gewappnet für eine ordentliche, gemachte Romanze dieser Art, war an einigen Stellen auch durchaus gerührt und habe das auch ganz gerne geguckt. Ich war aber auch durchaus irritiert, wie offen der Film eben mit dem Glauben umgeht, weil ich vorher von dieser Story noch nichts gehört habe. Aber man muss einfach auch sagen, zum Glück gibt es auch in einem jungen Film mit jungen Schauspielern dafür eben jetzt so eine Plattform. Ich werde dich lieben und für dich da sein, in jedem Moment, an jedem Tag. Ich werde deine große Liebe sein und dein größter Fan. Und außerdem, es beruht auf einer wahren Geschichte. Das steht direkt am Anfang. Und was soll ich denn jetzt noch bitteschön dazu sagen? Wenn das eine wahre Geschichte ist, beziehungsweise auf einer wahren Geschichte beruht, dann fehlen mir tatsächlich die Argumente, jetzt komplett das Ding in die Tonne zu treten. Ihr bildet euch bitte selbst eine Meinung, zwingt sie dann keinem anderen auf und beharrt nicht darauf, dass eure Meinung die richtige ist, sondern man kann über diesen Film sehr gut diskutieren und miteinander sprechen. Und wenn man das nicht nur auf die Meinung zu diesem Film anwendet, sondern auch auf ganz, ganz viele andere Lebenslagen, dann wäre diese Welt, glaube ich, tatsächlich schon ein schöner Ort. Was ist, wenn das mein Schicksal ist? Hör auf, du bist immer stark gewesen, nicht ich. Alles, was ich hab, sind Fragen. Jetzt wird's aber deep und ich glaube deshalb, gehe ich besser. Leute, macht es gut. Ich höre auf. Bis zum nächsten Mal bei der Filmfabrik. Tschö. Ich bin selbst von mir irritiert.